2019 wird wieder ein Jahr des Golf. Die ersten Autos der mittlerweile 8. Generation sollen spätestens im September zu den Händlern rollen. An der Front werden die Lufteinlässe verkleinert. Die neuen Scheinwerfer tragen den Look des aktuellen Polo. Die Blinker laufen wie Augenbrauen in den Kotflügeln aus. Alles gelernt, aber trotzdem gestrafft und frisch. Immerhin gönnt sich VW den teuren Luxus geteilter Heckleuchten. Der Innenraum wird spannender als das äußere Design. Je nach Ausstattungsniveau sind dort unterschiedlich große Bildschirme integriert. Vorbild ist hier der neue Touareg. Und natürlich Tesla, die da ja mit angefangen haben, alle Knöpfe zu verbannen. Volkswagen geht vor allem in Sachen Head-Up-Display eine Spur weiter. In der Windschutzscheibe vor dem Fahrer sollen künftig deutlich mehr Informationen angezeigt werden. So können im Navigationsmodus etwa Pfeile direkt auf die Straße gespiegelt werden. Bei der Sprachbedienung will VW mindestens zur neuen Mercedes A-Klasse aufschließen und sie am liebsten sogar überholen. Bei den Motoren wird es dagegen etwas weniger spektakulär. Die Basis bildet der 1 Liter Dreizylinder mit 95 und 116 PS. Danach haben wir den 1,5 Liter Vierzylinder mit 130 bzw. 150 PS. Die 2 Liter Maschine kommt neben der GTI-Variante auch als ziviler Motor mit 197 PS. Mild-Hybrid-Technik ist Serie bei allen Vierzylindern. Für die Benziner hat VW ein 48-Volt-System mit Riemen-Starter-Generator entwickelt. Den TDI gibt es nur noch als 2 Liter in vier Leistungsstufen von 136 bis 204 PS. Um die Diesel sauber zu bekommen, werden sie mit Partikelfiltern und SCR-Cut ausgerüstet. Theoretisch soll ein Verbrauch unter 4 Litern möglich sein. Wer den Erdgasmotor mochte, der kann aufatmen, er bleibt und leistet 130 PS. Kommen wir zur E-Mobilität. Das Laden an der Steckdose bleibt beim Golf dem GTE vorbehalten. Der kommt mit bis zu 220 PS. Der E-Golf wird vom neuen VW Neo abgelöst. Auch die beiden Sportler GTI und R werden künftig elektrifiziert. Bereits der Einstiegssportler steht mit 250 PS schon gut im Futter. Allerdings, für die R-Versionen soll es angeblich einen 3-Liter Biturbo VR6-Motor mit 400 PS und 450 Newtonmetern geben. Bei aller Euphorie über 6 Pötte kommen wir zum Preis. Der Golf wird in der Basis nicht teurer, startet mit besserer Ausstattung und serienmäßig 5 Türen bei knapp 18.000 Euro.